Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Galactic Gate. Und ja, warum Galactic Gate? Ne? Ihr könnt euch vorstellen, wieso der Titel so heißt. Ja, ne? Wie gesagt, wir haben die Galactic Craft Mode und wir haben dieses nette Prachtstück hier, dieses Stargate. Und was ist in der letzten Folge passiert? Wir sind auf einem anderen Planeten gewesen, beziehungsweise wir waren auf dem Mars, wo wir uns quasi abgesetzt haben. Und haben ein mysteriöses Tor entdeckt, dieses nette Tor hier, dieses Stargate, und sind mit ihm quasi auf diesen Planeten hier gereist. Und das Problem allerdings ist, wir kommen nicht mehr zurück. Wir haben unsere ganzen Gate-Adressen alle bereit, aber das Problem ist, das gute Gate hat keinen Saft mehr. Und was können wir natürlich tun? Wir sind jetzt quasi gestrandet und müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, wie wir hier wieder genug Power bekommen, damit wir quasi zurückreisen können zu unserem Planeten. Und in der letzten Folge haben wir uns schon ein wenig mit der Umgebung vertraut gemacht, haben ein Bett gecraftet, ne? Das war ja das Letzte, was wir gemacht haben, damit wir quasi erstmal safe sind, falls wir sterben sollten. Und ihr seht oben rechts, dass ich habe noch mal eine Mod hinzugefügt, die theoretisch eigentlich die Weltkarte anzeigen sollte. Aber wie ihr seht, seht ihr nichts. Das ist super. Oh, sehr schön, man kann die auch... Oh, okay, gut, das ist perfekt, dass man das wegmachen kann. Genau, was wollen wir heute machen? Wir wollen erstmal zurückgehen in die Höhle, wo wir sehr viele Ressourcen gefunden haben, die wir brauchen werden. Wo wir quasi hier Kupfererz gefunden haben, wo wir hier Silikon gefunden haben, wo wir, Stöcke nicht, Popcorn hatten wir auch gefunden, da können wir nochmal auf die zurückgehen. Genau, wir haben Raw Bauxit gefunden, keine Ahnung, was wir damit machen können. Können wir das einschmelzen? Können wir einschmelzen, das ist super. Das können wir auch einschmelzen und das sowieso, ne? Oder? Ja, gut. Okay, als erstes natürlich erstmal eine Truhe, die falsch ist. So, zack, zack, zack. Und ja, ich würde gern erstmal eine kleine Unterkunft bauen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich hier anfangen werde. Na, auf jeden Fall müssen wir irgendwo einen sicheren Spot haben, falls uns Gegner angreifen, da wir noch nicht ganz so gut sind. Okay. Genau, Kaffeebohnen haben wir haben Kakaobohnen, wir haben sehr viel Nahrung gefunden, gut, hauptsächlich Kaffee, was uns jetzt noch nicht so viel bringt. Okay, so, erstmal hier ein bisschen Holz hacken, ne? Wunderbar, haben wir es jetzt? Ja. Gut, Tiere auch sehr schön, ne? Esel, Schafe und ja, ich werde keine Tiere in dem Sinne, also ich versuche so gut wie möglich ohne irgendwem Schaden zuzufügen, außer eben die Mobs, die uns hier dumm kommen, ne? Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo war diese Höhle gewesen, wo wir diese ganzen Ressourcen hatten. Können wir noch ein Bett craften? Können wir nicht. Okay, wir haben noch Eisen. Wir können uns noch ein paar Spitzhacken craften. Das ist schon mal gut. Das ist sehr, sehr gut. Und es wird langsam wieder dunkel. Das ist schlecht. Aber wir können uns Fackeln... Nein, können wir nicht. Ich habe nichts gesagt. Gut, hier hinten ist der grüne Bereich. Der ist gut. Da gibt es sehr viel, wie gesagt, Nahrung. Popcorn und also Maiskolben. Ne? Und ich glaube, da gibt es auch einen Weg. Gibt es da einen Weg in eine Höhle rein? Also ich bin ehrlich, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wo diese Höhle gewesen ist. Aber okay, gut. Wir sammeln erstmal wieder Kaffeebohnen. So, Kaffeebohnen. So, schön. Warum es hier so viel Kaffee gibt, ich weiß es nicht. Das kann ich euch leider nicht sagen. So, ich weiß nicht, wie viel Nahrung uns das Popcorn gibt, aber wir haben... Okay, acht, okay, wir können stacken, das ist super. Ist hier irgendwas? Hallo? Ah, hallo. Gut, hier ist nichts. Waren wir hier schon? Ich glaube, ja. Okay, da hinten ist schon eine Creeper-Action, das ist schlecht.
Ich laufe jetzt einfach random irgendwo hin. Also, ne, wie gesagt, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen, wo uns die Reise hinführt. Falls wir sterben sollten, werden wir ja eh am Punkt zurückgespawnt, wo das Bett ist. Aber irgendwo muss ich. Oh Gott. Ei. Ei. Na, wow. Alter, Himmel. Das war jetzt aber. Huch. Der war schnell gewesen. Ich hoffe, hier unten ist niemand. Hallo. Okay. Und ja, es ist immer noch sehr ruhig, ne? Wie gesagt, die erste Folge müsste heute, wo ich gerade aufnehme, erscheinen. Quasi die Pilotfolge, man kennt es. Und deswegen werden die Folgen jetzt auch nicht längemäßig. Also die Folgen werden, wenn es, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, werden die Folgen vielleicht 30 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger. Mal gucken, was sich da so ergibt, ne? Weil wenn wir jetzt nur rumrennen, kann es sein, dass die Folgen auch länger werden, bis wir mal was Vernünftiges gefunden haben. Aber ja, das ist so erstmal die Sache. Weil Hauptfolgen, ne, die erste Folge ist meist immer die längste und danach pendelt sich das immer so ein. So, Maiskolben haben wir hier. Sehr gut. Okay. Ich habe halt absolut keine Ahnung. Wir haben halt den besten Spot erwischt, den man kriegen kann. Nahrung, okay. Oh, hä? Wieso habe ich jetzt. Hä? Ich habe mich schon gewundert, wo die hin ist. Oh, nein. Was machst du denn? Geht das nicht? Okay, dann machen wir es so. Okay, Kakao. Gut, mein Ziel ist es auch, hauptsächlich nicht zu sterben. Wie lange ich durchhalten werde, ich weiß es nicht. So, erstmal ein bisschen Popcorn snacken. Oh, Popcorn ist. Alter, das gibt aber ordentlich Pep. Warte mal, ist meine. Ist meine Liste weg? Ach, hier ist die. Okay. Okay, hier ist meine Liste. Alles klar. Ich habe schon gedacht, die ist weg. Alles gut. Alles gut. So. Nein, das brauchen wir nicht. So. Genau. Okay. Oh, Melone. 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 Ganz viele Melonen. Sind immer gut. Ein bisschen was zum Snacken, wenn es nur Melonen sind, ist immer besser als gar nichts. Aber ich würde schon gerne ein Gebiet finden, wo wir zumindest ansatzweise sagen können, jo, hier bauen wir unsere Unterkunft. Aber bis jetzt habe ich noch nicht den passenden Spot gefunden. Autsch. Ja, es ist halt wirklich so. Alles so ver. Ja, kompletter Wald hier. Das ist. Ja. Okay. Gab es hier schon Unterwasser-Zombies in der Version? Ich weiß es nicht. Oh. Das ist auf jeden Fall kein Wasserzombie gewesen, aber es ist auf jeden Fall. Alter. Oh, scheiße. Ja, ich ertrinke. Ja, ich hab's gemerkt. Dankeschön. Ja, come on. Lass mich jetzt nicht sterben. Alter, bitte. Och, leck mich doch. Ist doch nicht wahr. Okay. Wo?
Ja gut. Geht jetzt die Map? Nein. Gut, die Map funktioniert nicht. Warum funktioniert das jetzt? Aber ich kann nicht. Okay, cool. Okay, wir sind komplett im Eimer. Wir haben keine Nahrung mehr. Wir haben nichts mehr. Wir sind verloren. Wir werden nie wieder irgendwo einen Weg finden. Warum hat das nicht gespeichert? Ich dachte, ich hätte das Bett aktiviert. Oh wow, Kaffeebohnen. Ach nee, Erdbeeren. Oh geil, Erdbeeren. Okay, Erdbeeren sind gut. Aber muss das sein? Ich meine, hey, wir sind komplett verloren. Aber haben Erdbeeren. Was sind das für Geräusche? Kommen auf einmal die Schüsse her. Alter, wie sieht denn das hier aus? Oh Gott. Okay, Zombie kämpft gegen Skelett. Sehr schön. Gut, also Folge 2, Totalkatastrophe. Okay, was haben wir hier? So, das sind Erdbeeren. Gut, zumindest finden wir jetzt neue Sachen. Wie zum Beispiel die guten Erdbeeren, die wir auch wieder pflanzen können. Das ist perfekt. Irgendwann ernähren wir uns nur. Oh Gott, Spinni. Spinni, ja, Spinni. Irgendwann ernähren wir uns nur noch von Hilfe. Von hier, ne? Erdbeeren. Was halt für mich persönlich cool wäre, wenn ich jetzt hier irgendwo. Oh mein Gott. Was zum. Was sehe ich da? Oh. Okay, ich sollte hier lieber verschwinden. Ja, ihr seht gerade die dritte Mod, die ich oder vierte Mod, die ich hinzugefügt habe. Oh mein Gott, was ist hier los? Was ist das bitte für eine Gegend? Hallo? Oh, okay, für einen Diamanten können wir ihn rekrutieren. Cool. Armeemännlein. Ja, wie ihr gerade seht, wir haben anscheinend Xenomorphs auf diesem Planeten, auch bekannt als Aliens. Und ja, wir haben quasi, also ich habe die Alien versus, ich sage es einfach mal, wie es ist, Alien versus Predator Mod ist mit am Start, damit wir hier ein bisschen mehr Action haben. Die Sache ist die, ich weiß nicht genau, ob die einfach so spawnen oder ob man die, also hauptsächlich musste ich die immer, dann kann ich die nicht snacken. Doch, kann ich, okay. Okay. Ja. Sorry, das war Reflexe. Jetzt habe ich mich, ja, Jumpscare. Hallo, Sie, können Sie mir helfen? Da ist ein böses Skelett, das, SG-Team. Cameron. Cameron, sind Sie Cameron Mitchell von SG-1? Sind Sie der Cameron? Ich glaube nicht, ne? Gorman, ja, Gorman, hallo. Ja, genau, also wie gesagt, wir haben die Alien vs. Predator Mod mit drinne, was bedeutet, dass wir hier vielleicht auch auf, wie schon gesagt, Aliens treffen werden oder eben auf Predators, je nachdem. Und für alle, die Predators kennen, man wird sie nicht kommen sehen. Also die Predators sind im Normalfall meist immer etwas, ja, unsichtbar.
Okay, dass wir jetzt hier gelandet sind, finde ich gerade sehr interessant. Und normalerweise, also so wie es bis jetzt herausgestellt hat, kann man die nur, erscheinen die nur, wenn man die irgendwie erschafft, also wenn man die einfach so spawnen lässt. Ob die jetzt automatisch erscheinen, das ist eine gute Frage. Das kann ich euch gerade nicht sagen. Deswegen bin ich gerade überrascht, dass ich genau hier gelandet bin. Aber ich glaube, wir werden das schon durchstehen. Deswegen gibt es auch hier diese komischen Steine, die wir gerade sehen. So, erstmal kurz hier ein bisschen push, push. So. Oder ist das? Ne, das ist nicht dieses Material. Gut. Wir brauchen eine Spitzhacke. Das geht natürlich nicht. Zack, zack, zack. Und zack. Ey, Quatsch, eine Spitzhacke, eine Axt. Wunderbar. Okay, dann geht die Reise weiter. Äpfel, Bäume, Feuer, geil, Lava, sehr schön. Skelette? Hör ich hier Skelette? Ah. Ist hier was Gutes? Nein? Okay. Aber dass mich das Skelett im Wasser tötet, ist halt schon eine miese Sache, ne? Also das finde ich richtig mies. Fand ich nicht gut. Fand ich nicht gut. Und ja, die Aliens, also diese, ne? Xenomorphs, Wesen, können auch, oder Facehugger, ne? Das sind ja die guten alten Facehugger. Können, glaube ich, auch, das ist so gemacht, dass sie wirklich quasi die Gegner oder die Menschen oder Tiere einnehmen können und irgendwann verwandeln die sich dann in die Vorevolution der Aliens quasi. Weil die werden dann später so kleine Würmchen und je länger die, glaube ich, aktiv sind, werden die immer größer und irgendwann haben wir dann richtig ausgewachsene Xenomorphs vor uns. Und die will man nicht unbedingt haben. Natürlich hoffe ich, dass wir irgendwann unser ganzes Zeug wiederfinden, weil sonst haben wir das Problem, dass wir nie wieder zurückkehren können. Das muss nicht sein. Und ich verstehe nicht, warum das hier nicht funktioniert. Na, ihr seht, es. Genau, das ist unsere Welt, wo wir, also für die Galaxy Craft Mod ist das quasi der Weltraum, wo wir vielleicht früher oder später hinreisen können. Also entweder wir werden das Gate wiederfinden, werden es in Gang bringen, oder wir müssen uns eine Rakete bauen, wo wir quasi dann die Möglichkeit haben, zurückzureisen. Problem, wir haben keine Ausrüstung. Wir müssten wiederum dann auch Ausrüstung machen, damit wir im Weltraum überleben. Grüße. Okay. Sind Sie meine Freunde? Sind wir Freunde? Ah, guck mal, Cameron. Schon wieder Cameron. Immer dieser Cameron. Okay, da oben gibt es noch Erdbeeren, wenn ich es richtig sehe. Ich muss doch hier irgendwo zumindest, was schön wäre, wenn ich jetzt ein Dorf finden würde, wo ich zumindest eine Weile safe bin, also überlebe. Es sei denn, es kommen irgendwo Facehacker her und greifen die Dorfbewohner an. Das geht natürlich auch. Also das passiert auch, dass die Dorfbewohner angreifen und die sich dann wiederum auch verwandeln.
das nehmen wir auch mit für Zucker oder für Salz. Ne, Quatsch, Zucker war es, ne? Zucker, genau. Und Papier. Gut. Okay. Weißt du, bei der einen Gegend findet man nur Kaffeebohnen und hier findet man nur Erdbeeren. Aber dass das mit dem Bett jetzt nicht funktioniert hat, das wundert mich. Ich dachte, ich hätte vorher noch mal bestätigt. Also ja, das wird jetzt erstmal eine Rumlauffolge werden, wo wir vielleicht Pech haben und werden noch mal sterben oder wir werden leben. Gucken. Sehr schön, ouch. So viel Wald hier, das ist doch Katastrophe ist das. Ja, ich finde es gut, dass ich die Geldadresse nicht mitgenommen habe, ne? Weil die wären jetzt komplett weg. So haben wir sie zumindest in der Kiste. Und können auf gut Glück hoffen, dass wir sie wiederfinden. Aber ich muss die Zeit nutzen, die wir haben, solange wie es hell ist. Muss ich die Zeit nutzen. Hä? Oh. Ach so, ich tue automatisch Eier werfen, wenn ich. Ja, gut. Warte, zack, zack, zack. So. Ja, schön. Wo bin ich hier nur gelandet? Hilfe! Oh, da hinten ist Strand und Kürbis. Okay, Kürbis ist auch gut, ne? Kann man auch mal mitnehmen zum Snacken. Aber manchmal findet man ja auch in der Wüste irgendwo noch Überlebende. Also Überlebende, zumindest ein Dorf. War das jetzt ein Kürbis mit Gesicht? Ja. Ein Halloween-Kürbis. So. Es wird langsam dunkel. Da hinten ist ein. Was zum Teufel ist da hinten los? Was ist denn da los? Ja, ich höre es. Was ist mit. Alter, was ist. Oh mein Gott, da rennen sie rum. Oha, also ich glaube nicht, dass wir da hingehen sollten, aber ich will trotzdem mal gucken. Ich will trotzdem mal gucken, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Hallo? Hallo? Ah.
Ah, I, was ist das denn? Git. Git, ist das Säure? Es ist Säure. Oh mein Gott, und da unten. Oh mein Gott, okay. Ja. Ihr haltet die Stellung, ne? Ihr haltet die Stellung, Cameron. Du hältst die Stellung. Oh nein, das Schwein ist infiziert. Leute, ihr haltet die Stellung, ne? Alles gut? Alles gut? Okay, ich muss erstmal einen kleinen Unterschlupf finden. Zumindest erstmal für über die Nacht. Gott, oh Gott. Alter. Die sind hier. Die sind hier. Hilfe. Na komm, 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 komm. Beste Unterkunft natürlich wie. Oh, ja, cool. Beste Unterkunft einfach mal irgendwo abstürzen. Sehr gut. Und es regnet, natürlich. Aber zumindest ist es guter Regen, es ist kein Säureregen oder sonst irgendwelcher Regen, sondern es ist normaler Regen. Okay. Gut, gibt es hier noch irgendwas? Wir haben Eisen, Eisen super. Wir könnten uns natürlich erstmal eine Waffe craften. Ein Eisenschwert, damit wir ein bisschen safe sind, falls uns jemand angreifen will. Das reicht erstmal. Wie gesagt, nur damit wir safe sind. So, das heilige Schwert. Und dann noch das hier. Oh Gott, es wird schon wieder geschossen. Und da oben sind sie. Da. Seht ihr sie? Sie haben sich weiterentwickelt. Da laufen sie. Oh mein Gott, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Autsch. Das war nicht gut. Solange wie sie uns nicht sehen, ist alles gut. Oben ist eine Hexe. Schön da oben, ne? Oh nein. Wilde Skelette. Alter. Autsch. Komm her. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Bitte nicht. Ey, komm. Ey, komm. Leute, das ist uncool. Ach, Alter, ist doch nicht wahr. Ey, es ist doch nicht wahr. Wie ich schon sagte,
Diese Folge ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, warum das so mies ist. Toll. Kann ich irgendwie nachvollziehen, wo ich bin? Nein, kann ich nicht. Hey, warte mal, der rote Punkt. Da irgendwo da hinten muss mein Zeug sein. Da wo gerade dieser, wo gerade jemand gestorben ist. Ich hoffe, die Aliens erwischen uns jetzt. Creeper natürlich, jetzt kommt der natürlich. Ach Leute, was ist das? Ey, wenn das jetzt wirklich so eine einmal tot und vorbei, ne? Dann wäre es eine kurze Staffel geworden. Oh, Scheiße, nein, fuck, nein, ah, Hilfe. Alter, was kann ich tun? Hilfe, was kann ich? Jetzt hau doch mal ab, du. Okay, ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich habe einen Facehugger in meinem Gesicht. Das ist schön. Oder auch nicht. Okay, er hat mich Blindheit, Schwäche, Abbaulähmung und Langsamkeit. Okay, er hat mich irgendwie infiziert, keine Ahnung. Ich bin gerade erstmal ein bisschen. Nun. Ich versuche gerade irgendwas rumzudrücken. Ich habe keine Ahnung, wie ich die. Ob ich den überhaupt loskriege. Was hat er mir denn jetzt angehängt? Hunger. Alter. Hilfe. Gut. Ich kann jetzt gerade wirklich nichts machen. Ne? Das ist ja wirklich total kalt. Oh ja, genau, ich geht. Alter, was jetzt? Jetzt habe ich Hunger, ne? Jetzt bin ich komplett. Alter. Scheibenhonig. Und ich bin infiziert. Also nicht nur mit Hunger, glaube ich, sondern aus mir brütet sich irgendwas aus. Hallo Sie, können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Ich bin komplett im Eimer. Oh, hört ihr das Pochen? Hört ihr das Pochen? Oh Gott, was passiert hier? Was passiert? Nein, bitte, nein! Nein! Oh Gott! Nein, ouch. Ich brauche Nahrung, bitte. Ich brauche Nahrung, ich esse auch Eier. Nein, kein Eier. Oh, verdammt. Wir sterben und werden zum Alien. Wir werden zum Alien. Ich sehe es schon kommen. Aus uns schlüpft etwas. Unser Herz ist komplett im Eimer. Und das war's. Und tschüss. Nicht? Ich will es jetzt nicht beschwören, aber hey. Okay, es passiert noch nichts. Es passiert noch nichts. Unser Herz rast. Wir haben Schwäche, wir haben Hunger. Die Zeit, die läuft irgendwie nicht ab. Okay. Und jetzt haben wir noch. Wieso haben wir jetzt noch mehr?
Lähmung, Hunger, Langsamkeit, Schwäche. Ich wollte doch nur zurück nach Hause. Na, wie viel? Oh Gott, jetzt haben wir noch Blindheit. Ja, come on. Oh, wir sind komplett im. Ja, so fühle ich mich gerade komplett. Hilfe. Ist das Erdbeeren? Ja, Erdbeeren. Nahrung, Alter, mein Herz. Ah! Ja, hey, es ist passiert. Wir sind gestorben und haben einen Wurm in uns freigesetzt. Oh mein Gott, dieser Planet ist Katastrophe. Okay, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Reise. Das habe ich so nicht kommen sehen. Okay, wo sind wir jetzt? Ja, toll. Was ist das? Ist das unsere Sterbekoordinate? Weil ich sehe die ja nicht auf der Karte. Oh, nein. Ah. Ah, hier, okay. Also ich könnte jetzt theoretisch. Oder warte mal, wenn ich jetzt den roten Punkten folge, ohne zu sehen, was da ist. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, Facehacker. Ohne zu sehen, was da ist. Facehacker, ne? Autsch. Ah, nein, nein, nein. Oh, das Geräusch, das Geräusch. Ich kann halt nichts machen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh, so schön. Okay, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, dahin zu rennen. Zu gucken, ob wir unser Zeug wiederfinden und dann Abfahrt. Bevor uns wieder so etwas passiert, dass uns der Bauch aufbricht. Ich kann halt, wie gesagt, ich kann halt auch nichts machen, ne? So, da bin ich wieder. Sorry. Oh Gott. Wir hängen immer noch an dem Facehocker. Das ist, ja, das ist schön. Das Lustigste allerdings ist ja, wenn er uns quasi infiziert, stirbt er. Ne? Deswegen haben wir auch beim letzten Mal die ganzen Facehocker da rumliegen sehen. Ich glaube, man sieht ihn hier nicht. Schade, man sieht ihn nicht.
Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen rennen. Oh Gott. Da ist noch einer. Aber wenn das jetzt noch so einer ist, der uns angreift, ne? Junge, wir sind bereits... Alter! Okay, sie tun uns nichts mehr, weil sie wissen, wir sind... Oh mein Gott. Oh, ha. Das ist Alien. Okay, Alien incoming. Okay, Facehugger, Alien. Es ist... Ja. Die Zeit läuft. Und ich weiß nicht, wo der Punkt genau ist. Weil ich eben die Map nicht richtig sehe, wie ihr es gerade hier seht. Der Herzschlag. Okay. Leute, helft mir bitte, helft mir. Ich muss irgendwie den Weg finden, bevor ich sterbe. Ich weiß nicht mal, ob ich richtig laufe. Mist. Und damit beginnt es. Nein, damit beginnt es. Och nö, ich will nicht schon wieder infiziert werden. Alter, ich bin so langsam, ne? Ja. Ich kann nichts machen. Ich kann. Nein! Warum spawne ich genau vor den ganzen Mist hier? Das ist doch... Hallo, können Sie mir... Ah, 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 ah! Mein Gott, Hilfe! Alter, okay. Haben wir jetzt eine dritte irgendwo hier? Was ist das für eine Koordinate? Was ist das? Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, was das ist. Oh, ich habe so Schiss, ne? Ja. Ich mache mal einen ganz... Oh. Ich mache mal einen ganz kurzen Break und wir... Ah! Oh Gott, nee, ich mach doch keinen Break. Ich renne. Ey, wenn ich jetzt wieder geschnappt werde, ne? Ich schwöre, ich sagte. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss irgendwo ganz schnell einen Safe-Stand haben. Na toll. Ernsthaft. Steine. Okay, gut. Wir sind erstmal safe. Und ich mache einen ganz kurzen Break und bin dann gleich wieder da.